Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Underwater Tackle Tutorial. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr das sogenannte Chicken Rig baut. Für das Chicken Rig braucht ihr folgende Materialien. Ihr braucht einmal einen wurmigen Köder. Hier habe ich einen Zoombait Trick Worm. Einen Haken braucht ihr natürlich. Ich habe hier mal einen Straight Shank Offset Hook. Und ihr braucht einen Nail Sinker. Das war's. Jetzt führe ich das Ganze mal zusammen. Ihr nehmt euren Wurm und den Nail Sinker und steckt den einfach vorne in die Spitze rein. Manche Würmer laufen so spitz zu vorne. Wenn euch das dann zu fummelig ist, den Nail Sinker da reinzustecken, dann könnt ihr einfach ein Stück abschneiden hier vorne und dann habt ihr auch eine glatte Fläche. Und dadurch lässt sich der Nagel besser reinschieben. Das mache ich aber jetzt hier einfach so. Ich nehme den Nail Sinker, schiebe den vorne in die Schnauze des Wurms rein, als Gewicht. So, ist er drinne. So, jetzt muss ich den Wurm nur noch auf den Haken ziehen. Ich nehme den Haken, also hier vorne, merkt euch, hier vorne ist das Blei, also das ist vorne. Jetzt nehme ich den Haken und steche im hinteren Drittel rein, also hier schon fast in den Schwanz des Köders. Hier, so, ziehe den Wurm einen knappen Zentimeter sogar noch auf den Haken drauf, ungefähr so, bis zur Wölbung des Hakens und lasse ihn dann austreten und ziehe den jetzt ganz normal durch. Und deswegen habe ich auch ein bisschen Schnur schon drauf gezogen. Ihr zieht auch ein bisschen Schnur mit in den Wurm mit rein. So. So, ihr zieht den Köder dann, ihr zieht den Haken dann wieder raus. Dann sieht das Ganze so aus. Und jetzt könnt ihr das Ganze einfach Texas Ringen. Nehmt den Haken, guckt, wo ihr den reinpiekst. Stecht den rein. Fertig. Also hier ist nur zur Orientierung. So sieht das Ganze dann aus. Hier ist vorne der Bleikopf. Und wie man hier sieht, die Angelschnur geht dann auch zum Teil mit in den Köder rein. Und das ist auch ganz wichtig für die Aktion unter Wasser. Denn das Rig wird wie folgt geführt. Ihr schmeißt es aus, der Köder sinkt natürlich nasenseitig voraus zu Grund und dadurch, dass die Schnur mit im Köder ist, sorgt es natürlich für immens viel Aktion im Schwanz des Wurms. Das sieht man hier auch schön. Ja? Also ich zupfe jetzt hier ein bisschen an der Schnur und der Wurm geht ab wie verrückt. So, das kann man jetzt hier auch schön sehen. Ich zupfe jetzt hier mal mit der Schnur. Und der Wurm zappelt halt schön mit. So sieht das Ganze aus. Und so wird das Ganze auch geführt. Ja, und das war's auch schon. So, für die, die sich jetzt fragen, was hat das Ganze eigentlich mit einem Chicken zu tun, also mit einem Hühnchen? Das Rig hat natürlich nichts mit einem Hühnchen zu tun. Der Name hat sich wie folgt entwickelt. Ursprünglicher Erfinder Gary Yamamoto, der hat das Rig wie folgt genannt, BWWK Rig, also BWWK Rig. Das steht für Backwards Wacky Weighted Cattail. So schreibt man das Ganze aus und versucht das auszusprechen, dann klingt das wie ein Hühnchen. BWWK, Bock, 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 wie so ein Hühnchen. Ne? Das heißt, am Ende hat das Chicken Rig nichts mit dem Hühnchen zu tun, sondern der eigentliche Name des Rigs, nämlich BWWK Rig, wurde dann von der Community, sage ich mal, umgemünzt in das Chicken Rig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch damit weiterhelfen und hoffentlich auch zu mehr Fisch verhelfen. Wenn ja, dann lasst doch ein Abo da, lasst einen Daumen hoch da. Für neue Ideen oder ähnliches, lasst gerne einen Kommentar unter dem Video da. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine Tightline am Wasser. Beste Grüße, euer Underwater Tackle Team. Bye, bye.